Hallo Leute! Hallo! Das hier ist die Jessie, die kennt ihr aus meinem Umstyling-Video, aus meinem letzten. Verlinke ich euch nochmal alles in der Infobox natürlich. Und wir zeigen euch heute, was wir alles eingekauft haben und was sie sich auch noch aus meinem Kleiderschrank ausgesucht hat. Ja, und dann legen wir mal los. Also als erstes waren, glaube ich, beim Pimpy. Genau. Da habe ich mir eine Hose ausgesucht. Die sieht so aus. Ja. So, die geht ungefähr so bis zum Knöchel. Mhm. Und die hat 30 Euro gekostet. Ja, also 29,99, ne? Und die finde ich ganz toll. Sie sitzt auch ganz, ganz toll. Danach waren wir bei H&M. Haben wir den gleichen Schal. Der ist ganz groß. Genau, der hat auch so zwei Seiten. Einmal ist der so mit einem hellen Grau und einmal mit einem dunklen Grau. Und der war jeweils reduziert auf 10 Euro und ja, da mussten wir einfach zuschlagen, ne? Genau. Der ist sehr, sehr schön, ja. Und dann noch einen ganz, ganz tollen Pulli. Ein Oversized Pulli. Genau. Weinrot. Genau, und der hat hier so Special-Dinger. Der hat hier so auf der einen Seite so einen Reißverschluss, den kann man auch aufmachen. Ihr seht übrigens die Klamotten alle nochmal in dem Umstyling-Video, da haben wir so ein Lookbook noch gedreht. Dann seht ihr die Sachen mal angezogen. Ja. Ja. Und der hat 19,99 € gekostet. Dann haben wir noch eine Lederjacke aus einem No-Name-Laden. Also ich nenne sie mal Billigladen, obwohl die manchmal gar nicht so billig sind, aber... Ja, also ich finde die Jacke ganz schön eigentlich. Und eigentlich von der Qualität her fühlt sie sich eigentlich auch gar nicht so schlecht an. Ja. Die hat ganz viele Reißverschlüsse, so als Details, ja. Und ist vorne und hinten und so unten so ein bisschen gesteppt. Ja. Zeig mal von hinten, kannst du nochmal zeigen. Genau, und die ist auch unten so abgetrennt durch den Reißverschluss, aber den kann man leider nicht abmachen, das wäre noch ultra cool gewesen, aber... ja, aber ist eigentlich ganz cool. Ja. Und die hat 35 Euro gekostet. 35 Euro. Ja. Dann haben wir noch Schuhe aus allen neuen Laden. Die sind voll dreckig. Ja, wir haben gerade das Lookbook gedreht. Also unten sind sie ein bisschen dreckig. Egal. Ja, die sind so schwarze Boots und hier hinten jeweils an der Seite und haben sie so Fell, also Fake-Fell. Und hier haben sie noch so, was ist das? So eine Schnalle. So eine Schnalle. Genau. Und Schuhe war echt ein bisschen schwierig, weil sie hat große Füße und Größer und dünner, und das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, da haben wir lang gesucht. Aber wir sind dann wirklich in einem No-Name-Laden fündig geworden und die sind auch richtig, richtig schön. Ich finde mich auch cool. Wie haben die gekostet? 20 Euro, glaube ich. 20, glaube ich, ja. Hast du schon mit den eingekauften Sachen? Ist ja mehr als genug. Dann hat sich die Jessie noch ein paar Sachen aus meinem Kleiderschrank ausgesucht, und zwar habe ich einen kompletten Kleiderschrank voll mit aussortierten Sachen. Und ja, da habe ich gesagt, guck einfach mal durch und so, und da hat sie ein paar Sachen gefunden, die auch ganz gut gepasst haben. Und davon seht ihr auch ein paar Sachen im Lookbook, wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt. Ja, so eine ganz normale Jeans. Skinny Jeans, so ein bisschen ausgewaschen, oder? Ja, vorne ein bisschen ausgewaschen. Ja. Dazu passend dann... Die ist vom H&M übrigens. Ja. Dazu passend dann so ein, ja, beige, rosa beige. Ja, Pulli, Hautfarben, so ein bisschen nude. Da steht auch was drauf. Ich kann kein Französisch, ganz super. C'est moi, c'est vous. Also das bin ich, das seid ihr. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Mein Französisch ist ganz lange her. Das war auch ultra schlecht in Französisch. Nein, egal. Ja, der war von Vila. Also V-I-L-A. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Vila, Vila. Das sind jetzt Sachen, die haben wir... Das ist ein leerer Kleiderbügel übrigens. Das sind die Sachen, die haben wir nicht in dem Lookbook gezeigt, weil es einfach draußen arschkalt geworden ist. Das ist einmal so ein Kleid. Das sieht auf dem Bügel, finde ich, gar nicht mal so cool aus, aber angezogen richtig, richtig schön. Und zwar ist das unten und so eng. Und oben hat es aber so eine Art Puffärmel, so ein bisschen. So wie nennt sich das? Pelab oder so? Ich habe keine Ahnung, ich kenne nur den Begriff Puffärmel. Okay. Und hinten hat es halt so einen Reißverschluss, dass man schön reinkommt. Und das ist auch wie so noch ein schönes Teil eigentlich. Und ja, ich finde, das ist halt ein klassisches, kleines schwarzes so. Ich fand es ganz schön, aber mir passt es einfach leider nicht. Dann hat sie sich noch das Kleid hier ausgesucht.
Ja, das ist so ein blaues und Sommerkleid. Das kann ich zwar jetzt nicht tragen, aber im Sommer dann. Und ja, das hat auch eigentlich ganz gut gesessen mit den Details hier, mit den weißen hier. Ja. Fand ich eigentlich ganz schön. Und hinten hat es, dehnt sich das. Und also dadurch passt es halt besser und hinten kann man es einfach mal zuschnüren und ja, das macht eigentlich immer eine ganz gute Figur, aber ich passe leider auch nicht mehr rein. Da hat sie sich noch dieses Abendkleid hier rausgesucht. das ist rückenfrei und mit Neckholder und das hier ist so ein Satinstoff da oben und ja, es hat einen sehr weiten Ausschnitt. Aber das ist hier noch mit Steinchen verziert. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, ich finde es auch voll schön. Ja. Ich habe es auch angezogen gesehen, du nicht. Oh, ja, sie hat die Sachen anprobiert und mir gar nicht gezeigt. Dann noch diese schicke Kette, die irgendwie immer verdreht ist. Das ich habe so eine Kette noch gar nicht. Ich wollte eigentlich mich schon länger kaufen. Aber ich glaube, die sind jetzt gar nicht mehr so in. Vor ein paar Jahren waren die total in. Aber ich finde immer, noch schön. Ja. Man kann trotzdem immer noch ein Outfit damit aufpumpen, finde ich. Wenn man so was ganz... So was Weißes so und dann auch so ganz leger und willst es ein bisschen aufpimpen, dann halt einfach eine Statement-Kette drauf. Genau. Und Gold steht mir halt einfach nicht, deswegen habe ich die aussortiert. Obwohl ich sie so schön finde. Aber ich bin voll auf Silberschmuck gepolt von dem hier. Passend dazu haben wir dann einen Pulli. Der ist hier vorne durchsichtig transparent. Schwarz hinten auch. Das habe ich noch nicht gesehen. Und die Ärmel sind dann grau. So grau, Jersey-Stoff. So. Ja, das finde ich auch ganz schön. Dann hat sie sich noch eine ganz schlichte schwarze Hose rausgesucht. Ja, normale schwarze Skinny-Jeans. Steht da noch irgendeine Marke drin? Ich glaube nicht. Ah, von New Yorker ist die Amisu. Die seht ihr aber auch im Lookbook. Also das sind jetzt wieder Sachen, die seht ihr im Lookbook. Außer die Kleider jetzt. Passt mir leider auch nicht mehr. Zu fette Beine. Und dann haben wir noch, oder habe ich mir, so ein, was ist das? Ein Bolero-Jäckchen. Da sind halt so Löcher drin. Das ist so Spitze gestrickt. Ja, irgendwie so. Ja, sowas in der Art. So ein dunkles Blau. Das sieht auch voll schön aus zu diesem blauen Sommerkleidchen, das sie mir rausgesucht hat. Ja. Das mit diesen weißen Details. Echt? Ja, da habe ich die mal zusammen angehabt. Sieht schön aus. Okay. Und das von Essalera. Genau. Ich habe noch Schmuck. Willst du da mal durchgucken? Magst du Schmuck? Ja. Hast du ordentlich eigentlich? Hm. Warte mal. Die Weihnachten. Die finde ich aber auch nicht schlecht. Gefallen dir die? Nein, nicht so. Die finde ich auch nicht schlecht. Ja, bitte. Okay. Da ist so ein Ohrenhänger drauf oder dran und den kann man auch aufmachen. Das ist dann quasi wie so ein Amulett, da kann man ein Bildchen reinmachen von seinem Geliebten. Ja, oder man schießt nicht sprechen. Und dann haben wir noch ein paar Ohrringe. Dann so lilane Anhänger. So, wie heißt denn, ist das so Muscheldinge? Ist das nicht so was in der eigentlich gewesen? Ja. Ich weiß gar nicht genau. Ja. Kleine runde Plättchen. Fertig. Oh, dieses Armband wollte ich früher immer haben. Echt? Ich finde das so schön. Ich fand das hatte cool. Früher jeder, ne? Ja, ich finde das früher so cool, aber ich habe es irgendwie nicht gefunden. Ich fand das früher immer so richtig cool. Aber ich finde immer noch gut, da sind so ganz viele Jesus da drauf. Jesus. Jesi. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Im Lateinischen ist Us und dann das Plural ist dann nur I. Aber das so komisch an. Naja, egal. Ich glaube, man nimmt Jesus eigentlich auch nicht in der Mehrzahl. Glaube ich auch. Das war's auch schon mit unserem Haul. Ja. Jetzt habe ich ganz viele neue Klamotten. Ja, hat auch voll viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Auch einkaufen und Friseur und so. Ja, ich habe mich auch die ganze Woche drauf gefreut auf den Friseur. Was passiert jetzt mit mir? Nee, du wusstest ja auch noch, gell? Ja, ich wusste dann am Schluss auch nicht mehr, was überhaupt gemacht wird. Weil eigentlich hatte ich mit dem Friseur so ein paar Farben und so besprochen und dann hieß es, ah nee, wir machen jetzt was anderes. Ich habe gesagt, ich überlasse euch das alles. Und dann war ich auch bis zum Ende eigentlich relativ unwissend. Also war auch für mich eine Überraschung. Aber ich finde es auf jeden Fall echt cool. Finde ich auch ganz gut. Ja. Also schaut euch auf jeden Fall das Umstyling-Video an. Alles hier unten. Hier ist auch irgendwo in der Ecke da oder da so ein kleines i, wenn ihr da draufklickt. Seht ihr das Video auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.